Ich habe jetzt eine Bekannte angeschrieben, dass sie mir eine Memo schicken soll, wo sie sagt, hallo Jakob. Und das werde ich ihm dann schicken. Okay, er hat wieder ein Bild geschickt. Du Dreckskerl. Der Typ ist 47 und ich bin 21. Das heißt, das sind 26 Jahre, Bruder. Er hat mir wirklich eine Memo geschickt. Ey, hört euch diese 16 Sekunden an, bitte. Ich würde ausgiebig deine süße lecken. Auf, ich habe Kamera gerade neu angemacht. So, bevor ich euch erkläre, was ich heute vorhabe, muss ich erstmal weit ausholen. Ich glaube, viele von euch haben das Video gesehen, wo ich mich bei einer Dating-Plattform als Mädchen ausgegeben habe. Heute gebe ich mich wieder als Mädchen aus, aber nicht bei einer Dating-Plattform. Ihr müsst euch vorstellen, ich habe heute einen Anruf bekommen von meiner Zuständigen. Ach ja, nochmal für euch. Meine Zuständige spricht kein Deutsch, die spricht nur Chinesisch. Ni hao. Zhizhong yanzhong weifa xingwei. Ni hao, dihao, dihao. Okay, also wenn das wirklich so ist, wie sie das sagt, dann ist die App echt krass. Ja, ihr habt richtig gehört, das Video ist auf jeden Fall in Kooperation mit der App Connect to Me und was euch alles auf dieser App erwartet. Ich habe ja noch Nachbarn. Und was euch alles auf dieser App erwarten wird, werdet ihr sehen. Stopp, 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 ganz wichtig. Wir brauchen ja erstmal einen Account. Und natürlich gebe ich mich als Mädchen aus. Ich weiß auch nicht, wie Mädchen mit solchen Haaren überhaupt rumlaufen können. Zu viel Stress, ich schwitz. Ihr seht wahrscheinlich, hier ist unten gerade die App, Connected to Me, so sieht die App aus. Jetzt registrieren. So, jetzt brauchen wir natürlich einen Benutzernamen. Und dadurch, dass ich Mädchen bin, brauche ich auch einen männlichen. Was für männlich, Junge? Natürlich brauchen wir einen weiblichen Namen. Ich habe jetzt einen Benutzernamen erstellt, X Layla mit Doppel A 21. Ich gebe mich einfach als 21 aus. Weiter, E-Mail-Adresse. Geburtsdatum mache ich 1. Januar 1999. Geschlecht natürlich weiblich. Erzähl etwas über dich. Jetzt können wir hier natürlich was reinschreiben über uns. Ich werde aber den Layla-Move machen und irgend so ein kleines Zitat reinfügen. Ich schreibe jetzt was ganz Unnötiges rein. Ehrenmann, ich werde niemals Poet. Je mehr Liebe du zeigst, desto mehr Schmerz macht sich bereit. Okay, ich schreibe es einfach mal rein, ne? Jetzt brauchen wir ein Bild aus dem Internet. Layla, Mädchen. Zu Fotos hinzufügen. Ich habe jetzt schon direkt Mädchen. Das Bild passt unnormal zu dem Namen. Zack, zack. Da ist ein grüner Rand, den müssen wir wegschneiden. Bam, bam, zack, bam. So, perfekt. Ich bin so ein King, ne? Oh mein Gott, es sind gerade 223.000 Leute online. Wow. Hier sind überall Leute. Da, wo ein grüner Punkt unten ist, die Leute sind online, ist natürlich logisch. Aber auch den guck mal, wie ich ablese. Hier sind Konversationen, die du schon hattest. Ich werde mir jetzt für 11 Euro 30 Minuten Shuffle holen, um nur kurz zu erklären, was das bringt. Hier steht es sogar, setze dein Profil an die Spitze der Shuffle-Liste und empfange mehr Nachrichten. Das heißt, hier auf der Shuffle-Liste bist du dann ganz oben. Der hier zum Beispiel hat auch Geld investiert. Wie siehst du aus? Na, lohnt sich nicht. Zack. Du bist jetzt startklar, dein Kauf war erfolgreich. So. Warte mal, was? Ich schwör auf alles, ey, damit hab ich gerade gar nicht gerechnet. Guckt euch mal bitte an, wie viele Leute mir gerade schreiben. So läuft es bei euch Mädels also ab. Ich krieg hier gerade die ganze Zeit im Sekundentakt Nachrichten. Was? Ey, ohne Spaß. Also ich hab, das wusste ich wirklich nicht. Ich bin euch ehrlich. Bruder, jetzt verstehe ich auch, warum die Mädchen immer später schreiben, weil ihr so viele Nachrichten bekommt. Das Ding ist, wir Jungs sind angepisst, wenn ihr nicht zurückschreibt. Aber ihr müsst doch einfach nur offen und ehrlich mit uns reden und sagen, dass ihr einfach zu viele Nachrichten bekommt. Dann würde ich dafür Verständnis zeigen, ich bin euch ehrlich. Guckt euch das mal bitte an. Meine erste Nachricht kam um 19.58 Uhr. Wir haben es jetzt gerade 19.59 Uhr. Guck mal bitte, wie viele Nachrichten bis jetzt kamen. Bruder, das ist doch nicht deren Ernst. Sind das Bots oder sind das jetzt wirklich Menschen? Ich kann das selber gerade nicht glauben. Der erste schreibt, hey, Song-Smiley, bin voll geil, Lust auf Bildertausch. Oh, jetzt typisch Mädchen, oh, bist voll wild drauf. Bruder, ich komme da nicht hinterher. Welches Mädchen, ich würde mit dem Stress gar nicht zurechtkommen. And I like your eyes. You're lying. Bruder, ich weiß nicht, wie man lying schreibt. Bruder, jetzt reicht es aber mit den Nachrichten, Alter. Der Typ denkt, dass ich Türkin bin. Ich schreibe jetzt aber mal auf Spanisch. Muy bien. Y tú? Jetzt schickt mir jemand ein Foto. Niemals! Der hat mir doch jetzt nicht ernsthaft ein Bild geschickt von seinem. Also ich sag mal so, Action gibt's auf jeden Fall in der App. Ich komme darauf nicht klar. Ich habe jetzt geschrieben, weißt du, was ein Rasierer ist? Fragezeichen. Bin mal gespannt, was er antwortet. Guten Abend, Lady. Hätte da mal eine Frage. Bist du gerne mal etwas versaut und könntest du mir helfen? Bin total verzweifelt und habe so einen Druck und brauche nur ein bisschen Hilfe. Wäre so lieb, vielleicht mit Bildern oder Memos. Bitte eine Ausnahme. Wäre vielleicht so lieb, mir ein bisschen dabei zu helfen. Bruder, das ist jetzt nicht deren Ernst, oder? Guten Abend, magst du das, wenn man sich was schickt?
Ja, klar. Bin tierisch versaut bei sowas. Magst du meinen sehen? Manchmal musst du auch einfach irgendwas labern. So, das Ding ist, ich wusste echt nicht, dass man als Mädchen so leichte Vorteile hat. Ich habe ja nicht mal was gemacht. Ich hatte nur ein Bild von mir drin. Und direkt kamen irgendwelche Nachrichten und die Leute hatten Bock. Krass, wenn die nur wissen, dass so ein Typ hinter der Kamera steckt. Zeig mal was. Der Mann macht den ersten Schritt. Deswegen sende ich dir jetzt ein Bild. Das sieht echt ein bisschen zu sehr nach Perücke aus. Ich muss irgendwas anderes tun. Das ist nur Geduldfrage gefragt und hoffen. Bruder, kannst du verdammt nochmal auch Deutsch schreiben? Voll Liebe von... Nee, Bruder, das schreibe ich auch nicht. Hey, machst du gerne Sachen kaputt? Jo, Bruder, jetzt hab das gar nicht verstanden, was du meinst gerade. Hallo, Sie haben einen hübschen Mund. Der Mund ist aber nicht nur gut zum Reden. Ohne Spaß, den Job als Frau mache ich schon echt gut, ne? Dürfte ich eine Memo bekommen, wo du sagst, hallo Jakob, damit ich weiß, du bist ein Mädchen, bekommst du das Bild. Machst du das kurz. Bruder, ich kann nicht mal weiblich sprechen. Ich habe jetzt eine Bekannte angeschrieben, dass sie mir eine Memo schicken soll, wo sie sagt, hallo Jakob. Und das werde ich ihm dann schicken. Ich bin jetzt gespannt, ob er mir das abkauft, weil ich glaube, ich habe richtig eingeschissen. Hallo Jakob. Okay, er schreibt. Mal gucken, was er schreibt. Ey, ich guck nicht. Mal gucken, ob er es abgekauft hat oder nicht. Magst du, dass man sich Bilder schickt? Okay, anscheinend hat er es mir abgekauft. Ich fange an und dann du. Okay. Oh mein Gott. Jetzt sehe ich... Bruder, habe ich die Haare noch von der Perücke? Jetzt sehe ich wahrscheinlich wieder ein Bild. Okay, er hat wieder ein Bild geschickt. Du Dreckskerl. Da war noch, wie soll ich das in Werbefreundlichkeit ausdrücken? Mit ein bisschen Creme. Ein bisschen erniedrigen. Der ist echt kleiner, als ich dachte, habe ich jetzt geschrieben. Jetzt schreibt er gerade. Mal gucken, was er schreibt, weil das ist eigentlich so ein richtiger Stich ins Herz. Sorry, sind aber 15 cm. Dann habe ich geschrieben, um ihn ein bisschen zu verletzen. Der ist ja echt kleiner, als ich dachte, mit so einem Smiley. Da hat er geschrieben, sorry, sind aber 15 cm. Da meinte ich, ist das nicht der Durchschnitt? Da meinte er, nee, 13, glaube ich. Da meinte ich, ist ja nah dran. Bruder, das ist, glaube ich, Erniedrigung auf einem ganz neuen Level. Ich habe jetzt geschrieben, sorry, aber hätte echt ein wenig mehr erwartet von dir, Punkt, Punkt, Punkt. Ich meine, das ist mit der kleinste, den ich bis jetzt gesehen habe. Aua. Und guck mal, hier oben sieht man es schon. Ich habe 80 Nachrichten. Er schreibt, tut mir leid, dass ich 15 cm habe. Manche haben 10 cm, aber okay. Sag mal, ich bin in seiner Situation und mir schreibt das jemand. Dann würde ich doch gar nicht mehr weiterschreiben. Ich glaube, ich würde mir den nächsten Strick suchen und mich erhängen. Jetzt bin ich gespannt, was er dazu schreibt. Er schreibt, okay. Er trägt aufgelegt. Er meint jetzt quasi, soll ich dich anrufen? Er meinte, ja, mein Bruder ist zu Hause. Vielleicht kommt der, ruf schnell an. Er schreibt, ich will dich auch gerne sehen. Was machst du gerade? Jetzt habe ich geschrieben, ruf mich bitte an. Ich möchte deine Stimme hören. Ach, ich habe echt nicht erwartet, dass ich auf diese App Türkisch schreiben muss. Das Ding ist, mein Türkisch ist von der Aussprache komplett Katastrophe. Ich verstehe sehr viel, aber schreiben kann ich überhaupt nicht. Also da werden auf jeden Fall irgendwelche Rechtschreibfehler drin sein. Also die ganz krassen Türken bitte nicht haten. Ich muss den Vorgang ein bisschen beschleunigen, weil der Typ kommt nicht aus sich raus. Verdammter Mist. So, ich habe geschrieben, du hast doch ein Bild von mir gesehen. Ruf mich bitte jetzt an. Du kriegst kein Bild. Punkt. Bruder, schmeißt du den Kaugummi rein beim Telefonieren oder was? Warum geht der Typ nicht ran? Arajanum. Er schreibt Arajanum. Tamam. Hallo. Hallo. Ne yapıyorsun? Ich seni ne yapıyorum? İyi, ben de ne yapayım? Nerede yaşıyorsun? Ankara'da. Bir saniye. Abim geliyor. Kim ki bu? Alo. Telefonda kim var? Hallo. Abi yapma ya. Hallo. Jemand schreibt, dass er 47 ist. Bruder, wenn er jetzt wirklich 47 ist, dann echt... Krass, dass auf dieser Plattform noch rumläuft. Hier schreibt jemand, guck dein Foto an und dann kommt die Stimme. Nee, Sess im Chucken. Sess im Chucken, Junge. Haben Sie irgendwelche Fetische? Hier geht wohl jemand auf Fetische. Ich kann mir vorstellen, dass der Typ jetzt unnormal eigenartige Fetische hat. Ich habe jetzt geschrieben, der Mann macht den ersten Schritt, damit wir erfahren, was so seine Fetische sind. Okay, aber nicht auslachen, please. Strumpfhosen-Fetisch. Was? Ihr könnt euch doch noch an den 47-Jährigen erinnern. Wo er meinte, du hast eine schöne Größe. Und dann meinte ich, du auch. Welche Größe hast du da unten? Er meinte... Na, kannst ja mal gucken, komm, 22 cm. Hast du einen Beweis? Wann habe ich sowas in meinem Leben gemacht, dass ich mit einem Mann schreibe und verlange, dass er mir Bilder sendet? Wann habe ich das bitte gemacht? Er hat mir ein Foto geschickt. Bruder. Bruder, ich sag dir ehrlich, das Ding sieht aus wie ein Pilz im Wald. Ich habe jetzt geschrieben, der muss ja mal sauber geschrubbt werden. Oha. Du hast doch nicht mehr alle Tassen im Schrank hier. Meine Schwester ist 14 Jahre alt und du sprichst mit ihr über Fetische. Mann. Also ich sag mal so, der Typ hat schon Angst bekommen, so. Adieu. Efendim? Duyuyor musun beni? Duyuyorum seni. Sesin çok güzelmiş. Evet, senin de öyle de. Sesin biraz senin tipinden farklı. Nasıl? Sen bayan değilsin galiba. Aa? Yalaksın sen oğlum. Digga, du bist lauch, Alter. Es macht mir Spaß, ich bin ehrlich. Wir machen das jetzt so, wenn du nicht ans Telefon kommst, dann sendest du mir jetzt ein Bild von deiner Bettwäsche. Der eine hat mir noch nicht ernsthaft ein Bild von seiner Bettwäsche geschickt, ne? So, wir machen das jetzt so, dann ist die Sache auch gegessen. Du schreibst auf den Zettel, dass es dir leid tut. Okay, der Typ hat geschrieben, magst du gerne Dude? Und ich will nochmal betonen, wie alt der Typ ist. Der Typ ist
47 und ich bin 21. Das heißt, das sind 26 Jahre, Bruder. Aber es ist bestimmt, du machst mich ein wenig. Punkt, Punkt, Punkt. Deine Süße braucht bestimmt. Ah, die Leute gehen echt ein wenig zu sehr ins Detail, muss ich echt sagen. Oh, er hat mir eine Memo geschickt. Hallo? Bruder, oh mein Gott. Hab geschrieben, ich will mehr hören, bin voll geil gerade. Zeig dir alles klar. Meinte er, ist, wenn du mir in einer Sprachnotiz sagst, was dir an mir gefällt und was du mit mir machen würdest. Bruder, ich stelle mir seine Memo gerade ganz, ganz merkwürdig vor. Er hat mir wirklich eine Memo geschickt. 16 Sekunden. Ey, hört euch die 16 Sekunden an, bitte. Ich würde ausgiebig deine süße lecken. Dein Foto, da sah aber echt süße Augen und einen süßen Klutschmund. Nächste Memo. Und ich würde deine süße oft am Tag besamen. Bruder, hier auf meinem Profil kann man auch sehen, wie viele Follower ich habe und wie viele Konversationen zum Beispiel. Ich habe einfach 191 Konversationen. Der Junge hat mir noch geschrieben, er hat mir ein Bild geschickt. Oh mein Gott, er hat einen Roman geschickt. Es tut mir wirklich leid, was ich getan habe und dass ich ihre Tochter zum Weinen gebracht habe. Ich hoffe, sie können mir verzeihen. Ich werde die App direkt danach löschen, aber bitte keine Polizei. Ich schäme mich dafür. Es tut mir wirklich schrecklich leid. Du bist noch zu jung. Du hast hier auf der Plattform nichts zu suchen, Kollege. So, ich habe jetzt ein Bild runtergeladen aus dem Internet. Mal gucken, ob er es mir abkauft oder nicht. Na, sehe deine... Oh. Ich habe jetzt geschrieben, will deine Memo, danach kriegst du alles, was du willst. Jetzt gerade nutze ich das Mikrofon von der Kamera, nicht mehr mein richtiges Mikrofon, deswegen wundert euch nicht, warum der Ton jetzt ein bisschen anders ist. Ich würde deine ganzen drei Löcher jeden Tag verwöhnen. Ich habe jetzt geschrieben, stört für mich zu versauen. Ich schwöre, ich habe gar keinen Bock mehr, mit dem zu schreiben. Bruder, was habe ich jetzt gerade gemacht? Er hat die Memo drin geschickt. Das hört sich aber sehr lecker an bei dir. Da fällt dir mein Schwanz ganz schön und steif. Zeig mir deine süße. Ey, Mann, was labert der Typ die ganze Zeit, Digga? Ich hab wirklich alles aus dem Internet. Ich bin gespannt, ob das überhaupt zieht. Es wird langsam sehr, sehr unangenehm. Er schreibt auf das Bild lecker. Und sonst, wie geht's, Familie? Alles gut? Hast du Bock zu FaceTime? So, Freunde, das war's auf jeden Fall mit dem Video. Ich hoffe, es hat gefallen und auch unterhalten natürlich. Da waren auf jeden Fall die ein oder anderen unangenehmen Situationen mit dabei. Der erste Link in der Beschreibung führt auf jeden Fall zur App. Könnt ihr euch auf jeden Fall downloaden. Ich sag's euch, hilft gegen Langeweile. Wenn ihr irgendwelche Leute auf der App flaxt, nehmt es bitte auf. Die 5 besten Flaxer-Clips werde ich auf jeden Fall mal das Story posten. Ich glaube an euch, ihr schafft es. Wenn ich flaxen kann, schafft ihr es auch. Aber nur meine Community kann flaxen.